Teil 2. Oh, ich bin ganz überrascht. Ich bin überrascht. Willkommen zurück bei Nerdfamilizin. Jetzt, wie Philipp schon die ganze Aufregung zerstört hat, Teil 2 unseres Videos zum Thema Bewusstseinsstörung. Philipp, ohne Umschweife, erster Teil, was war da? Im ersten Teil haben wir eigentlich besprochen, dass man bei einem bewusstseinsgetrübten Patienten auf gar keinen Fall auf die Basics verzichten darf. Das heißt, das ABCDE-Schema nicht vergessen, an die Atemwegssicherung klar denken, eine vernünftige Anamnese am Einsatzort und bei Angehörigen machen, den Patienten vernünftig körperlich untersuchen, dazu auch unsere Neuro-Untersuchungsvideos. Und auf gar keinen Fall, never ever, ever. BZ vergessen. Ever. Das waren eigentlich schon die wichtigsten Punkte, und dass man teilweise auch ein EKG und die Kapnographie verwenden sollte, darum haben wir in Teil 1 gesprochen, aber jetzt geht's weiter. Als hätten wir es geübt. Oh. Naja, also jetzt, nachdem wir dieses Beispiel lose toller Schauspielkunst erleben durftet, zum Inhaltlichen. Philipp, der Patient kommt jetzt zu mir in die Klinik, in die Notaufnahme. Ich habe eine tolle Anamnese vom Rettungsdienst, der ist super untersucht. Was sind jetzt so die diagnostischen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, an die ich denken muss, und was mache ich wann? Ja, genau. Also ganz klar gibt es ja verschiedene Ursachen, die jetzt zu so einer Bewusstlosigkeit führen können. Und das sind so ganz, ganz grob mal die hirnorganischen Ursachen und auch die metabolischen Ursachen. Ne? Mhm. So ganz, ganz grob. Und natürlich wollen wir wissen, ist da hirnorganisch irgendwas im Argen? Und was machen wir dann immer? Ein CCT. Superreiche Häuser machen vielleicht ein MRT. Ihr könnt ja bei euch nachfragen, wie man es macht. Wenn ihr ein MRT macht, cool. Meistens reicht aber auch ein CCT. Was wollen wir nämlich im CCT sehen? Im CCT wollen wir natürlich sehen, hat der Patient vielleicht eine intrakranielle Blutung? Mhm. Hat der Patient vielleicht nämlich doch ein Trauma gehabt? Das wissen wir ja nicht. Hat der Patient vielleicht einen Apoplex gehabt oder hat der massiven Hirndruck? Mhm. Und da wir uns diese Fragen stellen, gibt es natürlich auch besondere Formen des CCTs, nämlich Kontrastmittel-CCTs mit Angiografie und Perfusion, ganz besonders wichtig. Und die Angiografie und die Perfusion sollten wir immer dann in Betracht ziehen, wenn der Patient vielleicht irgendeine Halbseitensymptomatik bietet oder wenn wir aus irgendeinem Grund vermuten, dass das ein interventionspflichtiger Befund sein könnte. Das heißt, der entweder vielleicht lysiert wird, dann ist natürlich die Perfusion ganz, ganz relevant, um zu sehen, lohnt sich das überhaupt noch. Und die Thrombektomie, und dann ist natürlich auch die Angiografie ganz, ganz relevant. Und immer dann sollten wir das machen und eher großzügig Angio und Perfusion machen, wenn das alles komplett diffus ist. Mhm. Da kann man sich in den Nesseln setzen, habe ich auch schon mal gemacht und habe ich viel Lehrgeld für bezahlt. Und ja, vor allem muss man sagen, dass, wo man früher sagte, naja, wenn jetzt die 4,5 Stunden oder 3, irgendwas Stunden, je nach Protokoll, vorbei sind, macht das eh alles gar nicht so viel Sinn mit Lyse. Durch die Thrombektomie sind ja diese Zeitfenster teilweise um Stunden bis, auf Tage, da gibt es ja Diskussionen in den Leitlinienkomitees, wie weit das nach hinten verschoben wird. Das heißt, zunehmend macht es auch Sinn bei Leuten, die länger diese Beschwerden schon haben, oder wo das Zeitfenster unklarer ist, auch eine ausführlichere Diagnostik zu machen. Ja. Aber vielleicht machen wir nochmal zur zerebralen Bildgebung nochmal ein extra Video, aber dran denken, CT und vielleicht nicht einfach nur gerade bei den Jungen, gerade wo man wirklich noch kämpfen möchte, eine erweiterte Bildgebung. Und die Basilaris can fuck you up. Auch das ist so. Okay, Bild machen, alles easy, an das denkt wahrscheinlich fast jeder. Genau, und was noch? Hat der Rettungsdienst hoffentlich schon Blut mitgebracht, ansonsten nehmen wir es gerade selber ab. Mhm. Und was sollten wir damit untersuchen? Also auf jeden Fall natürlich die BGA, dazu habe ich ja vor kurzem erst ein Video gemacht, BGA, immer super. In der BGA können wir nämlich direkt schon mal sehen, hat der Patient irgendwelche ausufernden Elektrolytentgleisungen, zumindest wenn wir die Assays dafür im BGA-Gerät haben, haben aber die meisten. Mhm. Man kann sehen, ist der Patient vielleicht hyperkapnisch, man hat nochmal den Blutzucker mit dabei, niemals vergessen. Mhm. Man sieht das Laktat als Hinweis, vielleicht ist da doch ein Schockgeschehen, eine Sepsis da, und ganz, ganz wichtig und wird manchmal vergessen, die Anionenlücke. Mit der Anionenlücke kann ich ja direkt schon mal Rückschlüsse auf eventuell vorliegende Intoxikationen ziehen. Deswegen ist die Anionenlücke gerade bei unklarer Bewusstlosigkeit relativ relevant und sollte man unbedingt mal kurz draufschauen. Ich glaube auch da, das ist der nächste Punkt für unsere Videoliste, hm? Philipp. Ein Video zur Anionenlücke, freust du dich schon? Ja, auf jeden Fall, aber über die Anionenlücke wird zumindest kurz was in meiner BGA-Zusammenfassung bei den Shownotes erwähnt.
So viel dazu. Was sollten wir im großen Labor, also im Routinelabor, auf jeden Fall bei bewusstseinsgetrübten Patienten mit untersuchen? Wir sollten Blutzucker? Auf jeden Fall den Blutzucker. Und dazu noch einmal gucken, jetzt sind wir bei den metabolischen Ursachen. Hat der Patient vielleicht ein uremisches Koma, das heißt Harnstoffkrähe mal schauen. Hat der Patient vielleicht eine hepatische Ursache, das heißt den Ammoniak anschauen. Wenn wir den Ammoniak schon anschauen, dann können wir direkt schon mal Gamma-GT, GOT, GPT, also die Lebersynthesewerte oder die Leberwerte, Billy, mit abnehmen. Macht Sinn, ja. Dann lohnt sich auf jeden Fall das TSH, allein schon, wenn wir später Kontrastmittel geben wollen, aber auch wegen dem Myxödem-Koma ist das TSH auf jeden Fall immer ein ganz, ganz toller Wert. Und die Entzündungswerte, die nehmen wir ja meistens routinemäßig mit ab, muss man sagen, aber Blutbild und CRP gehört sicherlich mit dazu. Oder machen wir doch immer ein Tox-Screening, oder? Immer. Martin, was sagst du eigentlich zu Tox-Screening? Also beim Tox-Screening muss man sich jetzt überlegen, was man damit meint. Ja? Aber meistens ist da drunter so ein Schnelltest, ein Urin-Schnelltest auf verschiedene Intoxikationen gemeint. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das kann nämlich sehr, sehr schnell in die Irre führen. Wir verlinken in den Shownotes auch nochmal ein paar Artikel dazu. Die sind häufig falsch positiv und falsch negativ. Also es gibt ganz, ganz viele Medikamente, die falsche Tox-Ergebnisse machen, erstens. Und zweitens, gerade bei Leuten, wo eine Drogengeschichte, also meistens geht es ja darum, hat der Opiate genommen, hat er das und das genommen. Bei Leuten, die das regelmäßig nehmen, sagt uns der Urin überhaupt nichts. Ja? Also wenn der Patient gestern ein bisschen Crystal genommen hat, sind die Amphetamine positiv. Oder wenn er es vor einer Stunde genommen hat, sind die positiv. Das gleiche mit den Opiaten. Ne? Vielleicht hat er vor 2 Tagen sich Heroin gespritzt, aber das hat ja mit der jetzigen Situation wenig zu tun. Das heißt, der Urintest kann uns sehr, sehr schnell auf eine falsche Fährte locken. Ich glaube, er macht manchmal Sinn bei mega kranken, unklar, bewusstseinsgetrübten, intubationskritischen Megapatienten. Da kann uns das vielleicht helfen, irgendwas rauszufinden, wenn wir schon nichts haben. Aber dann würde man auch Magenasservat sich anschauen und noch Spiegelbestimmung von ein paar Medikamenten machen. Dazu Urin. Sagst du, ja. aber eben und auch den Urin nicht nur mit einem Schnelltest untersuchen, sondern hochqualitativ in einem Labor. Aber so routinemäßig mal schnell einen Tox-Screen und sagen, oh, Opiate sind leicht positiv. Ja, und? Vielleicht hat er vor 2 Tagen Tilidin genommen. Ja, hilft uns jetzt nicht weiter. Also aufpassen, davon nicht irritieren lassen. Weil gerade solche Leute sind dann die zum Beispiel die Sepsis haben oder irgendwas Metabolisches und alle stürzen sich auf den positiven, einfach positiven Opiat-Test im Urin und vergessen alles andere. Also immer vorsichtig den Urintest. Oder vergessen, dass der Patient vielleicht einfach eine Narkoseeinleitung hatte, weil er intubiert wurde und deswegen sind die Benzos oder so. Auch möglich. Naja, du hast es ja gerade eben angesprochen, gewisse Medikamente, die wollen wir wissen. Manchmal ist es ja leider so, dass sich Menschen das Leben nehmen wollen oder Medikamente vollkommen überdosieren. Und dann fragen wir uns immer, welche Medikamentenspiegel sollten wir da bestimmen? Und da sind natürlich die Medikamente ganz relevant, zu denen wir frühzeitig und eine adäquate Antidot-Therapie haben. Also anders gesagt, wo das Wissen um den Spiegel auch unser Management ändert. Ne, ist ja klare Sache. Und wann ist das so? Das ist einerseits so bei Paracetamol-Intoxikation. Da sollte man so nach, oder dann misst man nach 4 Stunden nach vermuteter Einnahme den Spiegel mal. Und dann wissen wir, ob wir mit Acetylcystein gegensteuern müssen, weil nur damit können wir den Patienten dann retten, wenn er wirklich viel davon einnimmt. Auch da gibt es Diskussionen, muss man sagen. Momentan ist es gerade so ein bisschen hip, diese PCM-Geschichten zu diskutieren, aber ich stimme dir voll zu. Genau. Das macht auch aus forensischen Gründen Sinn, das zu testen. Dann Salicylate, auch ganz relevant. Ja. Auch da können wir jetzt wieder diskutieren, das sieht man ja in der Anionlücke, wenn die relevant ist. Trotzdem macht sicherlich Sinn und ganz, ganz wichtig auch die Trizyklika. Ja. Ja, und man muss aber auch sagen, auch da sieht man die lebensbedrohliche Trizyklika oder die akute Lebensgefahr der Trizyklika-Vergiftung meistens auch im EKG. Nur daran muss man eben auch denken. Auch dann würde man dann ja auch schon therapieren, aber hätte dann nochmal den Nachweis hinterher. Auf jeden Fall. Andere Sachen wären jetzt, was mir noch so einfällt, so Digitoxin, wenn man es vermutet oder wenn Leute viel einnehmen, Lithium, sowas, weil das gerade in der Psychiatrie-Szene ist ja Lithium häufig Lithium ein Thema, kann man auch dialysieren. Das wären halt auch so Punkte, ich glaube, da muss man drüber nachdenken, ist es realistisch, dass der das genommen hat? Ja, ne? Also zum Beispiel, Lithium ist ein guter Punkt, zum Beispiel mit Lithium-Intoxikation, da macht Tox-Docs übrigens tolle Sachen zu. Bei Lithium-Intoxikation ist es ja spannenderweise so, also wenn ich jetzt heute Abend Lithium mich reinfuttere, dann werde ich wahrscheinlich keine lebensbedrohliche Intoxikation schaffen, sondern wie schafft man die, wenn man sich lange aufgesättigt hat? Also wenn ein Patient Lithium in der Darmmedikation hat und der jetzt plötzlich bewusstlos ist, dann auf jeden Fall, da macht es Sinn. Sonst macht es wahrscheinlich auch Sinn, aber
nur bei einem begründeten Verdacht. Ja, so. Okay. So, so far so good. Also wir haben jetzt ein Bild, wir haben jetzt ziemlich viel Blut, das ist alles ein bisschen braucht, bis es zurückkommt. Die BGA ist natürlich gleich da, deshalb immer an die BGA denken, auch wenn man da vielleicht den Patienten nochmal stechen muss. Blutkulturen, wenn man glaubt, das könnte ein Infekt sein, alles gut. Aber man kann ja noch so Körperflüssigkeiten sich anschauen. Urin haben wir noch angeschaut, was gibt es denn noch so? Ja, wenn wir den Patienten jetzt gut untersucht haben, der hat vielleicht Fieber, der hat so ein bisschen Meningismus, ja, dann müssen wir auf jeden Fall eine Liquorpunktion machen. Auch wenn wir eine SAB vermuten, da gibt es ja ein bisschen Diskussionen drüber, aber auch dann, aber vor allen Dingen bei der Meningitis, da ist die Liquorpunktion essentiell. Und dann sollten wir sofort Liquorpunktion machen, wenn keine Zeichen für einen erhöhten Hirndruck vorliegen. Warum? Weil wir ganz schnell einen Keimnachweis brauchen und der Patient, der sollte sofort mit Breitspektrum-Antibiose dann auch behandelt werden. Mhm. Für die, die es vergessen haben, Ceftriaxon, Ampicillin, Acyclovir kann man diskutieren und wenn wir an Pneumokokken denken, dann auch Dexamethason mitgeben. Aber das ist wirklich dann vital, das muss ratzfatz gehen, deswegen daran unbedingt denken. Okay, jo. Also breite Diagnostik, aber sich überlegen, was könnte haben und was machen wir, nicht den jetzt stundenlang in dem Zirkel laufen lassen. ABC-Stabilisierung machen wir sowieso, ne? Also wenn der einen Tubus braucht, dann kriegt er natürlich vor den ganzen Geschichten auch einen Tubus, wird stabilisiert und so weiter und so fort. Dann? Ja, und dann sollten wir irgendwann schon mal so ein bisschen die Richtung herausgefunden haben, dann kommen wir irgendwann so, dann tun die ganzen Befunde ein und dann wissen wir eigentlich, was so dahinter steckt. Und dann tatsächlich, dann kommt die Therapie. Und die Therapie ist ziemlich kompliziert. Meningitis habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Da vielleicht auch noch zu erwähnen, bei wirklichem Meningitis-Verdacht auch erstmal isolieren bis zum Beweis des Gegenteils. Mhm. Und dann wird es ziemlich interdisziplinär, muss man sagen. Wenn wir jetzt einen Stroke vermuten, wenn wir jetzt glauben, da ist ein interventioneller, interventionspflichtiger Befund. Wurscht. Dann sollten wir mit dem Neuroradiologen oder mit dem Neurologen sprechen. Bei einer ICB sollten wir mit dem Neurochirurgen sprechen. Mhm. Bei einer Dialysat- oder dialysefähigen Intoxikation sollten wir natürlich mit dem Nephrologen sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Giftnotruf, je nachdem, wie viel Erfahrung man hat mit Intoxikationen. Genau, vollkommen richtig. Auf jeden Fall. Und ich habe euch aber auch, weil das ist ein ziemlich breites Thema und das jetzt hier im Video so durchzubesprechen, das wird den Rahmen vollkommen sprengen. Aber wenn ihr sagt, Mensch, also ich will da so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, dann könnt ihr das Ganze euch in den Shownotes angucken. Da habe ich zumindest immer so ein paar Sätze, was kann man machen. Das ist natürlich nicht alles, auf gar keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit, aber dass man mal so ein bisschen Gespür dafür hat und dann so vielleicht ein paar Ankerpunkte hat, bei denen man nochmal nachlesen kann und sagt, Mensch, da habe ich jetzt wenig Ahnung von. Genau. Ja, puh, Philipp, ich würde sagen, zusammengefasst, stabilisieren, Leute nicht irgendwie halb kaputt ins CD schippern, sondern vorher ABC stabilisieren, das ist einfach das Allerwichtigste. Eine saubere Anamnese, eine gescheite Untersuchung. BZ, glaube ich, haben wir jetzt noch nicht erwähnt. BZ, ja. BZ, das wäre nicht schlecht. Eventuell mal den BZ kurz checken. EKG. Und dann, spätestens dann, geht es um Blut, um Bild, vielleicht auch nur um Liquor. Und dann die Therapie, je nachdem, was nötig ist. Und einen ganz wichtigen Punkt, und dann sind wir wirklich fertig, den hast du gerade eben gesagt, stabilisieren vor CT-Grafieren und stabilisieren vor Intubieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade die bewusstseinsgetrübten Patienten, da habe ich es auch schon erlebt, dass man dann sieht, Mensch, ey, der GCS ist 3, der muss jetzt sofort intubiert werden. Alle rennen in den Raum, haben den Tubus schon in der Hand. Der Patient ist nicht präoxygeniert, der ist nicht vernünftig. Hat einen schlechten Druck. Genau, hat einen schlechten Druck. Eine rosa Pranüle. Hat seine Narkosemedikamente eigentlich noch gar nicht bekommen und dann spatelt den schon jemand auf und rammt da den Tubus rein. Und das geht meistens schief. Also meistens bei den Patienten, die mit dem GCS von 3 bei einer Bewusstseinsstörung reinkommen, die haben häufig noch eine gute Sättigung. Und das ist natürlich trotzdem eine Intubationsindikation, weil die können jederzeit mal kurz erbrechen und dann aspirieren, gerade in CT, ganz beliebte Geschichte. Mhm. Dann setzt man sich so richtig in die Nesseln. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt auch nichts, wo man sagt, da muss man schreiend in den nächsten 3 Sekunden den Tubus reindrücken. Das heißt, schön vorbereiten, einen kühlen Kopf bewahren und dann läuft das Ganze. Alles klar.
Das war's. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und es geht immer so weiter. Kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.